Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch Colliris vorstellen. Vielleicht kennen einige das von euch schon. Das ist eben ein Programm bzw. ein Plugin, was alles unter einen Hut bringt in einer schönen Optik, also Bilder, Videos, alles Mögliche. Und ich möchte euch das Ganze einfach mal vorstellen. Also ihr seht hier auf der Homepage colliris.com, könnt ihr das Ganze downloaden und ich habe das Ganze jetzt aber auch schon als Plugin. Also ihr könnt natürlich hier auf der Homepage mal schauen. Sehr schön gestaltet, wie ich finde. Könnt ihr euch das Ganze mal durchlesen. Und Colliris gibt es eben in sehr vielen Varianten. Es gibt natürlich für jeden Browser ein Plugin bzw. ein Programm zum Installieren. Colliris gibt es auch auf dem iPod, wo man dann schön bequem seine Bilder im selben Style anschauen kann. Also nicht seine Bilder, sondern die Bilder im Web. Und ich möchte euch das Ganze einfach mal zeigen. Wir gehen hier mal auf diese Plugins von Google. Also ich habe jetzt hier Google Chrome. Momentan verwende ich den hier. Und ihr seht auch hier schon Colliris zum Installieren. Da klickt ihr einfach drauf und könnt dann hier auf Installieren gehen. Das Ganze wird dann hier oben angezeigt als Launch Colliris und Colliris. Und dann können wir da draufklicken und kommen dann in dieses Programm rein. Und das werden wir jetzt auch einfach mal tun. Wir klicken jetzt hier mal drauf. Und jetzt öffnet sich das Programm. Und ihr seht, ich finde, das ist richtig schön gestaltet. Also mir gefällt das sehr gut. Wir sind jetzt hier bei Random Builder sozusagen von Google und ihr seht, wir können jetzt hier einzeln in den Bildern einfach mit der Pfeiltaste hier entlang gehen. Rechts, unten, hoch und je nachdem, überall können wir hier entlang. Die ganze Wand. Man kann aber auch hier unten entlang, also ihr seht hier Scroll the Wall. Das heißt, wir können hier einfach mal nach links oder nach rechts war es jetzt gerade, nach links, nach rechts. Das Ganze ganz nach rechts wird schneller. Und ihr seht, das lädt immer weiter Bilder und immer weiter Bilder. Und wir können aber auch einzeln klicken, also hier mal ein bisschen rumklicken und rüber gehen. Und natürlich auch in die andere Richtung. Und das finde ich schon wirklich sehr cool, weil mir das Design eben an sich auch wirklich gut gefällt. Und die Idee mit dieser Wand, die hier sozusagen sich in einem Raum bewegt, also nicht die Wand bewegt sich, ihr bewegt euch in diesem Raum sozusagen an diesen Bildern entlang. Und man sieht hier zum Beispiel jetzt, die Bilder sind jetzt alle in einer schlechten Qualität natürlich, weil das wäre viel zu aufwendig, diese Bilder alle vorzuladen. Und wenn ihr jetzt auf eins draufklickt, dann seht ihr hier unten einen kleinen Balken und in der Zeit wird das Bild oder das Video auch geladen. Also ihr seht jetzt hier, das Bild hat jetzt schon eine viel bessere Qualität. Gehen wir mal hier rüber. Ihr seht hier unten wieder den Balken, der entlang geht und dann bis die Qualität eben auf 100% steht. Ihr könnt das Ganze direkt versenden. Wenn ihr hier draufklicken auf Share, könnt ihr das Ganze weiterschicken an andere Leute. Ihr könnt es auch favorisieren. Die sind dann in euren Favoriten gespeichert und ihr könnt das Bild oder das Video immer wieder finden. Ganz einfach über diesen kleinen Menüpunkt hier. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch in Großansicht anklicken. Und dann öffnet sich eben das Bild, das ihr gerade eben angeschaut habt. Das ist aber noch lange nicht alles, was Colliris drauf hat. Ihr könnt nämlich auch umswitchen in eine Art Dia-Show. Dazu klickt ihr hier unten auf diese kleine Slideshow und seht jetzt hier, wenn wir jetzt mal nichts machen, die Bilder wechseln automatisch. Also ihr seht, jetzt haben wir nur noch das Bild und die anderen Informationen sind ausgeblendet. Und dann wechselt eben zum nächsten Bild. Man kann das Ganze auch wieder, also ihr seht, ich habe es gerade eben falsch gemacht. Man muss hier natürlich auf Play klicken, ansonsten funktioniert das natürlich nicht. Gehen wir mal raus, so, und ihr seht, das wechselt jetzt einfach durch. Wir können natürlich auch hier, wenn entlang schauen, einzelne Bilder anklicken, wir können hier vorgehen und die nächsten anschauen schon mal, um ein bisschen weiter nach vorne zu gehen. Und wir können auch wieder zurückgehen auf Return to Wall. Das Ganze geht natürlich auch im Vollbildmodus, das möchte ich euch aber jetzt nicht zeigen, weil nämlich meine Aufnahme ja sowieso nicht über den ganzen Bildschirm geht. Von daher ist das jetzt auch gar nicht so notwendig. Natürlich ist das noch lange nicht alles, was dieses Programm drauf hat. Ihr könnt natürlich hier oben jetzt eingeben bei Google Images, Bling oder Bing, nicht Bing, Flickr, Picasa, DeviantArt, YouTube, Blinks, Shopping und Channels. Da könnt ihr jetzt eingeben, zum Beispiel auf YouTube. Klicke ich mal und gebe jetzt hier ein die Videoleuchten. Mal schauen, was da jetzt kommt. Klicke ich auf Enter. Jetzt wird was gesucht. Und ihr findet jetzt hier Videos von mir oder eben Videos, die ich kommentiert habe. Wobei hauptsächlich wahrscheinlich von mir erstellt. Ihr seht hier Software-Tipp, iTunes, Review, bla bla bla. Alle meine Videos, die ich schon hochgeladen habe, findet ihr jetzt hier in Colliris wieder und könnt sie euch direkt anschauen, favorisieren. Aber da müsst ihr auch achten, favorisieren bedeutet nicht, dass diese auf YouTube favorisiert werden, sondern eben hier in diese Favoritenleiste mit reinkommen. Aber dazu benötigt ihr, wie ihr hier seht, einen Account.
Das wusste ich jetzt noch nicht, aber jetzt wissen wir es ja. Das heißt, ihr braucht einen Account. Den habe ich jetzt noch nicht, den werde ich mir aber noch holen, da ich Coleris gerade eben erst installiert habe. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, lohnt sich. Also ich werde mir das auf jeden Fall noch holen. Und ihr seht, wenn wir jetzt hier was anklicken, lädt dieses Video automatisch, können wir uns das dann anschauen, können es wieder teilen mit anderen und haben auch die sonstigen Einstellungen. So. Ja, ich denke mal, zu der Suche muss man nicht mehr viel erklären. Das geht natürlich mit allem. Gehen wir hier mal ein Music bei Flickr und finden hier jetzt hauptsächlich Bilder, denke ich mal, von Flickr zum Thema Music, die wir uns jetzt anschauen können. Wir können natürlich auch, das ist ja ein cooles Bild. Wir können natürlich auch Einstellungen vornehmen. Hier, wenn wir auf dieses kleine Einstellungssymbol klicken, kommen wir in die Einstellungen unserer Coleris-Seite sozusagen. Die lädt momentan noch. Und dort können wir jetzt eben verschiedene Dinge einstellen, wie die Slide-Geschwindigkeit. Das Background-Image können wir auch ändern zu unserem eigenen, wenn wir einfach hier die URL eingeben. Zig andere Möglichkeiten natürlich registrieren noch, um noch schönere Optionen zu haben, noch mehr Optionen zu haben. Und ups, jetzt habe ich es weggeklickt. Und ich muss mich jetzt auch schon beeilen, weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich jetzt schon bin. Wir können natürlich auch auf unseren Computer gehen, das heißt, wir gehen hier auf My Computer. Und er zeigt mir direkt an Pictures, die ich Bilder, die ich drauf habe. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts Schlimmes drauf. Hier zum Beispiel Seitenaufrufe, Besucher, genau 5000 und sowas eben, was ich hier, ups, was ich hier so alles erstellt habe. Können wir jetzt alles hier anschauen, natürlich von meinem Desktop. Man kann natürlich auch rausscrollen und reinscrollen, je nachdem. So. Das geht natürlich mit allem. Wenn wir auf Channels klicken, können wir auch uns Videos angucken von bestimmten Dingen, wie zum Beispiel hier Auto- und Motorunterhaltung, TV-Clip und. Das alles bietet Coleris und sogar noch eins mehr, das mache ich jetzt noch ganz schnell. Wenn ihr auf YouTube seid, seht ihr hier, wenn ihr über ein Video geht jetzt, einen kleinen Link sozusagen hier, der auch wieder auf Coleris verweist. Wenn wir dort draufklicken, öffnet sich Coleris und eben genau dieses Video, das wir eben angeklickt haben. Beziehungsweise eben YouTube. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel momentan die Videos, die empfohlen werden von YouTube, Videos, die gerade in YouTube bei meinen Abonnenten waren. Das sind diese hier mit den Ausrufezeichen, wahrscheinlich mal wieder ein YouTube-Bug. Oder hier das von mir gerade eben. Und die findet man jetzt auch wieder hier in Coleris. Das ist wirklich cool. Mir gefällt dieses Programm sehr gut. Ich hoffe, euch wird es auch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen, hören, schreiben uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.